Hallo, da ist die Sabine Schöfmann, Snowboarderin und willkommen beim Rotjacken-TV. Heute schauen wir beim Eishockey zu und wir hoffen, dass ihr dabei seid, morgen und übermorgen auf der Simonhöhe beim Weltcuprennen. Vielen Dank, Sabine Schöfmann, und vier Daumen einmal zumindest sind gedrückt für die Wettkampftage. Wir drücken da fest die Daumen. Du wirst auf jeden Fall erfolgreich sein. Und damit willkommen zu Rotjacken TV, das Magazin. Analysieren, wenn wir verlieren, das ist ja fast der Schüttelreim, ist nicht so fein. Trotzdem gehen wir durch. Und bevor wir mit der Analyse starten, Marc, trotzdem einmal das Fazit. Weil schlechtes Spiel war das nicht. Nein, das war ein gutes Spiel. Ein tolles Eishockeyspiel, ein flottes Eishockeyspiel. Wir haben über Geduld gesprochen vor dem Spiel, hat aus meiner Sicht gepasst. Wir haben über die Special Teams gesprochen. Vier Tore in Summe, Penalty schießen, da mal wegdenken. Drei davon in Überzahl. Ja, und von den drei, zweimal hat Innsbruck getroffen und Anführungszeichen nur einmal der KAC. Das hat vielleicht ein bisschen den Unterschied gemacht. Die Spiele wären enger. Die Spiele wären vielleicht dann nur noch in den Special Teams entschieden. Ja, wird aber trotzdem eins nicht vergessen. Vor diesem Spiel 17 von 21 Heimspielen der KAC gewonnen. Und so ist ja auch nicht schon verloren, aber trotzdem einen Punkt haben wir gemacht. Lieber hätten wir zwei gehabt, auf noch jeden Fall. Viel lieber drei. Nehmen wir alle mit, aber hilft einmal nichts. Es war keine schlechte Partie. Vielleicht noch ein bisschen der letzte Punch gefehlt. Das ist Holzklopfenturm, Paul Postner am Anfang kurz dabei gewesen. Hat beim Morning Skate schon gefehlt. Wollte es probieren, hat nicht geklappt. Hoffentlich, dass es da zu keinem langen Ausfall kommt. Ja, und dann schauen wir vielleicht gemeinsam hinein. Angefangen hat es ja sehr gut für den KAC. Super zu angefangen. Und der Mann, über den wir auch gesprochen haben, wo du gesagt hast, der ist eigentlich ein bisschen hot. Der möchte wieder ganz vorne stehen bei den Torschützen der Rotjacken. Hat er geschafft und mag ich mal rein. Das 1:0 wunderschön gemacht. Ja, und wir haben es auch in der Halle gesagt. Matt Fraser steht da, wo ein Top-Torschütze steht, nämlich im Slot, und schaut, wo könnte der Rebound kommen. Den liest er auf Seite 1. Und das Spiel hat er. Und wie man da sieht, perfekt abgeschlossen. Die Schwierigkeit da ist, eben nicht den Puck hinter die Linie zu bringen. Schaut auch viel leichter aus, als es ist. Aber einfach richtig zu stehen. Das ist kein Glück, das ist kein Zufall, das ist ein Nasale und hat sich das verdient. Und das war sein 17. Saisontor. Hat dann aufgeschlossen mit diesem Tor, ex aequo mit Bischofberger und Haudum. Aber da, ja, das tun wir später analysieren. Wir später, da war er noch immer nicht zufrieden. Zwischenzeitlich Innsbruck immer wieder mit gefährlichen Angriffen, Marc, und dann auch im Powerplay, ja, mit dem Ausgleich. Ja, in Überzahl, und ja, Innsbruck hat das Überzahlspiel hier in Klagenfurt heute sehr, sehr gut gespielt. Und das ist immer so. In der Liga sind sie auf Platz 12, das ist der vorletzte Platz. Aber gegen Klagenfurt. Da funktioniert es auf einmal. Passt, muss man neidlos anerkennen. Gutes Powerplay, wie gesagt schon zuvor. Haben zweimal getroffen über das Spiel, hier zum ersten Mal. Dann ist es zum zweiten Mal, aber richtig, richtig laut geworden hier in der Arena. Und wieder war es er mit seinem 18. Saisontreffer. Ja, und das heißt dann Nummer 1 alleine, Hackerl runter für ihn einmal einstweilen. Überzahlspiel für den KAC. Und der KAC erfolgreich. Warum? Weil Jan Muschak da die Übersicht hat, fast einen No-Look-Pass gibt, weil er weiß, dass Matt Fraser da steht. Der steht dort richtig. Und dann ein wunderschöner Abschluss von ihm. Und ja, Klagenfurt geht mit einer 2:1-Führung in die zweite Pause. Und da passt im Grunde hier alles. Innsbruck gibt aber nicht auf und belohnt sich am Ende, Marc, mit dem Ausgleichstreffer. Ja, Klagenfurt wieder in Unterzahl. Die Innsbrucker machen es. Klagenfurt hat dann, glaube ich, eine oder zwei Powerplay-Chancen noch bekommen. Ich glaube, zwei waren es. Hat die nicht genutzt. Hat dann vielleicht bei 5 gegen 5, das ist vielleicht das Ansehen, was man sagen kann, nicht den Druck erzeugt, wie man sich den Druck von KAC hier zu Hause vorstellt. Natürlich, dann sind wir wieder bei Balance finden, bei Geduld. Drücke ich oder schaue ich, dass trotzdem das 2:2 steht, dass hinten alles stabil ist, weil eines ist auch klar, die ist eine verdammt starke Mannschaft, die Innsbrucker. Die haben die Qualität auch nach vorne. Wenn wir uns Roy anschauen, was der für Punkte macht, der hat gegen Salzburg beim 4:3 Heimsieg gegen Red Bull alle vier Tore gemacht. Also da hast du schon Spieler mit großer Qualität. Die Balance hat gepasst und dann Overtime,
ja, hätten wir uns ein Tor verdient, weil wir sehr gedrückt haben, aber die Innsbrucker auch Chancen gehabt und dann penalty schießen. Ist immer ein bisschen Glück, dieses Mal das Ende nicht gut für uns. Beim ersten Heimspiel haben wir 4:3 im penalty schießen gewonnen, jetzt verloren, sei es drum. Deckel drauf, am Punkt mitgenommen, durchschnaufen, Sonntag geht's weiter. Ja, bevor der Sonntag ist, sind noch Binder des Spieltags. Also das Momentum vielleicht heute Abend nicht auf der Seite des KAC. Momente, die aber schon vielleicht, weil Kollege Marc Brabant hatte ein Interview, ein schönes Interview mit einem ganz besonderen Spieler und zwar mit Steve Stroll. Hi Steven, thanks a lot for your time. Of course. You came back in summer and started a really great season with the highest time on ice of the whole team over the total season. Do you think that this painful time helped you in a certain way to come back that strong? Yeah, I mean, with every injury, you always want to come back stronger, right? And for that, I felt like a new life almost. Like once that headache went away and that pain in my face went away, it was all focusing on just being my best. And I felt like I was really good and I got the ice time and I felt good last year. Great to hear, great to hear. Last question, Steven. Did you ever talk or did he ever talk to you, Charles Doreau, after the hit? I think he sent me a message, but that was almost like right after it happened, so I just kind of let it go. And my wife is actually friends with his wife, so it was a little bit of a weird situation, but I mean, things happen, and I know he regretted it after, but yeah, it did a number, and I was pretty upset about it, so I left it at that. Steven, really strong, nomen est omen, Mr. Strong. Thank you so much for this interview. Of course, thank you. Ja, schöne Momente, die du mit dem Steven Strong beim Interview gehabt hast, Marc, aber schöne Momente hat es auch heute gegeben in der Heidi Wharton Arena. Die weltbesten Snowboarder und innen waren bei uns zu Gast und das war echt ein ergreifender Moment, oder wie ist dir das vorgekommen? Ist ja außergewöhnlich, dass Snowboarder eigentlich da am Eis sind. Ja, zuerst einmal hat es angefangen schon mit der Startnummern-Auslosung im Foyer. Total viel Leute zuschauen gewesen, dann haben die aufs Eis dürfen und ich habe gesehen, wie wichtig das denen ist oder wie außergewöhnlich ist. Jeder hat sein Smartphone außergezogen und jeder hat mitgefilmt, das ist ja natürlich schon beeindruckend. Klar, die sind auch den Schnee gewohnt, aber nicht so, dass vielleicht das Eis da und wenn da die großen Lackeln kommen auf Eisschuhe und die rauschen da bei einem vorbei, da zieht man gleich einmal. Also ich glaube, dass das war eine sehr, sehr gelungene Veranstaltung. Und ich habe mich immer gefragt, welchen Bezug haben eigentlich Snowboarder ja, überhaupt zum Eishockey? Wir haben mal nachgefragt. Aufwärmen ist im vollen Gange im Hintergrund. Erschreckt dich nicht, wenn hinten die Scheiben aufs Plexi einschlagen. Dein Bezug vielleicht zum Eishockey? Ja, also ich komme ja von der Simone, das war ja jetzt in der Mitte zwischen Klagenfurt und Villach.
aber mittlerweile bin ich nach Klagenfurt gezogen. Also, wenn du in Klagenfurt wohnst, kommst du am Eishockey nicht vorbei. Also, ich glaube, das ist dann eh schon klar. Dein Bezug zum Eishockey? Ja, meine Frau als Osttirolerin ist natürlich, ja, ich glaube, die hat einen sehr großen Bezug zum Eishockey. Jetzt ich als natürlich als Wallienzer bin da auch voll dabei. Meine große und meine kleine Tochter haben beide Eishockey. Die eine hat gespielt, die andere ist mitten dabei. Mit 5 Jahren in Vollmontur ist wirklich ein Traum zum Anschauen. Und ja, der Matthias Stratnik ist ein sehr guter Freund von mir. Dementsprechend, ja, schon natürlich großer Bezug zum Eishockey. Ab morgen dann Weltcup-Rennen auf der Simonhöhe. Was erwartet die Fans da oben? Ja, also Carving-Action vom Feinsten. Also die Piste ist echt super benannt. Wir sind alle ready, das Organisationsteam, die sind auch schon, rennen auch schon die Finger, dass es endlich losgeht. Und ja, wir Österreicher werden morgen auch hoffentlich gut performen. Wir haben uns gut vorbereitet, sind jetzt auch gut drauf. Und ja, ich glaube, dass da einiges morgen ansteht. Also unsere Empfehlung ist definitiv, fahrt mal auf Simonhöhe und schaut diese tollen Athleten mal an. Das macht auf jeden Fall Sinn. Wie geht's für uns jetzt weiter, Marc? Jetzt sind wir wieder durch. Ja, Sonntag müssen wir einschalten, Fernseher einschalten. Also Vormittag Simonhöhe. Ja, Teamwettbewerb. Ja, genau. Und danach, danke, ganz wichtig, ja, KAC in Linz wieder. Nächste, harte Partie. Ja. Und dann nächstes Heimspiel. Oh, Sonntag, Derby-Time, gibt's hier in Klagenfurt. Gibt's nein. Gibt's da Stream? Nein. Was noch? Puls 24. Erkennen wir in die Vorbereitung, Marc. Ja, hilft dir nichts. Pfiat euch. Abhocken, Joschi, abhocken. Und dann wieder. Gehen wir. Nächster Freitag. Vielach. Sonntag, vielach. Ja.